Hey, Zach. Do you remember the oracle? When the sun awakens, catch the tip of the baby bear's tail at the false altar. Das ist super, wenn die Stimme vom Orakel nachmacht. And the entrance to the other world will reveal itself to you. In other words, we need to go to where Lise was found and look north at dawn. I wonder what we'll see. Die Singularität. Die Wasserspiegelung ist wahrscheinlich das, was wir suchen, oder? Deswegen schaue ich mir erstmal alles andere an. Von den Brückenpfeilern hängt krautartiges Gewächs. Das ist sicher Louisiana-Moos. Eigentlich nichts Ungewöhnliches für diese Gegend. Allerdings wurde das da eindeutig von jemandem dort angebracht. Ich frage mich wirklich, was im Kopf von demjenigen vorgegangen ist, der diesen Altar hier errichtet hat. Sieh dir das an, Zack. Die Anordnung dieser Steine, das ist Stonehenge, kein Zweifel. Ah ja, ah, ich sehe es. Es ist nahezu erschreckend, wie eine derart zeitintensive Konstruktion wie Stonehenge direkt neben dem Altar entstehen konnte. Aber das ist hier nicht England, also ist es auch kein Ort mit einer entsprechenden Geschichte. Ganz genau, dieses Gebilde hat nichts mit Lees Tod zu tun. Schade. Aber das ist sicher nichts weiter als ein blöder Kinderstreich. Wir müssen wohl weitersuchen, Zack. Ein alter Reifen und der Arbeitshandschuh. Ist das nicht ein surreales Bild, Zack? Ich sehe keinen Arbeitshandschuh. Und nee, ich finde es nicht so surreal. Wann immer ich einen alten Reifen sehe, verspüre ich das unbändige Verlangen, reinzukriechen und damit einen Hügel runterzurollen. Muss wohl der Einfluss der Cartoons sein, die wir als Kind zusammen gesehen haben. Ich hoffe, du schlägst jetzt nicht gleich vor, es doch mal zu probieren. Für sowas haben wir nämlich gerade keine Zeit. Und es gibt hier keine Hügel in der Gegend. Insofern, ja, auch schwierig. Eine Flasche? Eine angespülte Flasche. Als Kinder waren wir immer ganz aus dem Häuschen, wenn wir so etwas gefunden haben. Wer weiß, es hätte ja ein Brief aus einer fernen Welt drin sein können, der unser Leben komplett verändert. Aber auch diese Flasche hätte unsere Fantasie wohl einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da ist nur dreckiges Wasser drin. Von weitem sah es aus wie irgendein Dokument, aber es scheint ein alter Werbeflyer für einen Film zu sein. Er ist total zerfleddert. Da ist ein riesiger Mond und davor scheint jemand auf einem Fahrrad durch die Luft zu fliegen. Der Titel ist offenbar E.T. Zack. Sagt dir das was? Ich werde aus dem Bild einfach nicht schlau. Der Fahrradkorb scheint mit irgendwas beladen zu sein. Ein merkwürdiges Bild und ein merkwürdiges Poster für einen Film. Stimmt doch, Zack. Der kennt E.T. nicht? Der Filmfreak kennt E.T. nicht? Das ist aber komisch. I'll be back. Ah, das ist ein Terminator-Ding. Die Blitze, die Zeitkugel im Hintergrund, I'll be back und die Hand, die in der Lava versinkt wahrscheinlich. Fraglos ein echtes Kunstwerk, aber etwas derart Auffälliges hat sicher nichts mit unserem Fall zu tun. Ein gewöhnliches Graffiti, mehr nicht. Die Farben beginnen auch schon zu verblassen. Was bedeutet, es ist schon lange vor Lees Tod entstanden. Aber selbst dafür hatte der Künstler einen ziemlich angestaubten Geschmack. Wie hat er das vor allem gemacht, frage ich mich. Das ist mitten im Wasser. Es ist fast so, als würde uns dieses Graffiti daran erinnern wollen, dass wir uns hier weit ab der modernen Zivilisation befinden. Man braucht eine ordentliche Portion Leidenschaft, um selbst dort noch eine Spraydose anzusetzen. Wirklich faszinierend. Und jetzt der Totenschädel. It's a skull, Zack. As clear as day. Ja, und ein Pfeil auch vielleicht. Der ist ziemlich spitz. That's the spot.
The barrier between our world and the other world. One might call it a singularity. Singularität entdeckt. $20 Prämie. Now, what do you say we go inspect that cabin? Why did you leave me behind? You're not supposed to investigate without me. Oh, I'm sorry, Patty. You just missed a special moment. What moment? The sugarcane plantation? So what? You can't see it? All I see is the Clarkson's plantation and that gross silo. There you have it, Zach. Patty, Zach and I will take it from here. In the meantime, you need to head home and wait for us. Wait at home? Alone? Yes, but only for a while. Once I make some progress, I'll contact you again. Hey, hold on! Also, would you mind telling Melvin that I'm heading to the sugarcane plantation? I'm sure we'll need his help later. Whoa, Agent York! What? You're really gonna leave a little girl like me here all alone? Act like an adult for once in your life! I promised to protect you from all the evil in our world. You promised! Protect me! You'll be fine. You made it this far alone, didn't you? Okay. Begeben wir uns zur Singularität. Ziel Werkzeugschuppen. Ach so, ich dachte, wir gehen zu einem Silo. Okay. Dann halt nicht. Ich wollte aber noch gucken, ob es da hinten nicht noch weitergeht. Ach so, naja, okay, nicht wirklich. Na dann. Oh, die Balkontür habe ich noch nicht zugemacht, ne? Aber es ist auch noch nicht so dunkel. Aber das mache ich jetzt dann, wirklich, ja, hast du recht. Bevor wir die Singularität betreten. Ah, warte mal, da ist... Ach so, das ist nur ein Schnellreisepunkt. Okay. Jetzt muss ich mal kurz schauen, Leute. Wenn ich jetzt hier in dem Menü bin, vergeht dann die Zeit in der offenen Welt oder ist das Pause? Das sieht aus, als wäre Pause. Da vergeht nichts. Okay, gut. Dann machen wir jetzt hier nämlich schnell Pause. Und machen wir gleich ein bisschen länger Pause. 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten. Und dann geht's gleich wieder weiter. Bis gleich. So. Hallo. Da bin ich wieder. Plapp. Okay. Auf zur Zuckerfarm. Ach, guck mal, das UFO ist wieder da. Das habe ich doch beim letzten Mal schon abgeschossen. Spawnen die wieder, die UFOs. Eine hochwertige Glasperle. Ach, Quatsch. Niemand wollte das drücken. Niemand. Aber ich habe dadurch immerhin gesehen, dass hier hinten anscheinend irgendwas liegt. Oh, Cutscene. Werkzeugschuppen der Clarkson Zuckerrohrplantage. Das wollte ich sagen. Look, Zach. We're about to encounter a new character. Oh, damn it. I know I saw her go inside. But it's empty. The hell's going on here? You won't be able to find the other world. What the... Who in the hell are you? And what are you doing on our plantation? I'd like to ask you the same. Well, I'm... Hey, shut up! This ain't got nothing to do with you. I see. Well, if you don't want to tell me, then I have no choice but to guess. You just said this is our plantation. I assume that means you're a member of the Clarkson family. And you're here looking for someone. If there's a search being conducted on Clarkson property,
It must be a search for Galena Clarkson, who's gone missing. Judging from the way you speak, your age, and most of all the color of your eyes, you must be Danny Clarkson, the father of the victim, Galena's husband, and the manager of the cold storage warehouse. Nice to meet you. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. I'm here investigating the Lise Clarkson case. Oh, and just call me York. That's what everyone's always called me. You think I give a shit? You better watch your mouth or I'm liable to whoop your goddamn ass. Okay. Daniel Clarkson is an Arschloch. Your daughter was taken from you and now your wife has gone missing. No words can describe what you're going through. I imagine you're doing everything you can, searching every last nook and cranny all over town. But, Danny, listen to me. It won't get you anywhere. No matter how hard you search, you'll never find them. The fuck is with you? You want to throw down with a Clarkson? Absolutely not. I simply wish to solve this case. Then hurry up and investigate, goddammit! I am. That's why I'm here. The Oracle told me there's something in this spot. Oracle? That's right. Zack and I are following oracles given to us by a skeletal gentleman. If you wish to find the person who killed your daughter, you should cooperate. I imagine that not even the Clarksons want to start a feud with a federal power. I've had enough of your bullshit. Why's everyone and their mother been pissing in my ear today, huh? Shit! Does this mean you're ready to cooperate? May I enter the building? Do whatever you want. If you think you can mess with the Clarksons, you got another thing coming. Zack, it appears that the Clarksons have no idea where Galena is either. And judging from Danny's demeanor, the family must be in the midst of their own complications. This case may require more work than we think. Mm-hmm. Zack, Danny married into this family, didn't he? Yet he's acting like he's a full-blooded Clarkson. I'm surprised, really. That was the most unexpected aspect of our encounter. After all, he's only the son-in-law. What do you think, Zack? Jetzt kommt das Katzenrudel angeschwankt, angewankt. Getigert. Alle drei. Hallöchen, ja. Ich bin gekommen, um alles bei mir kaputt zu machen. Kabel rauszuziehen und Sachen umzuwerfen. Ich glaube auch, dass ihr deswegen hier seid. Okay, ich schätze mal, jetzt kommt der erste Kampfbereich. Vielleicht sollte ich ein bisschen Zeug noch mitnehmen. Na, wird schon gut gehen, oder? Wir können ja speichern. Ja. Er ist schon komisch, aber ich glaube, Agent Mulder hat in Akte X in der ganzen Serie seltsamere Sachen gesagt als Francis York Morgan. Die sind so auf dem gleichen Niveau wahrscheinlich. Bei Mulder ist es nur ein bisschen weiter ausgestreckt. Der kann auch noch normale Konversationen führen. Das ist halt bei Francis nicht möglich. A deadly premonition. Oh, name drop, a deadly premonition. You know, for some reason, I'm getting butterflies. Ich auch. How about you? Ja, ich bin auch nervös, wirklich. It's time we went and saw this other world for ourselves. Aber ich finde ich gar nicht gut. Aber los. Finde ich gar nicht gut. Ich hab Angst. Suche in den Tiefen der Singularität nach Hinweisen für den Fall.
Die Tiefen der Singularität. Das klingt nicht gut. Ich hoffe, das Spiel kommt jetzt erstmal mit Samthandschuhen an. Zack, the countryside is always so entertaining. It has far more stimuli to offer than the big city. Mr. Alligator, not sure how much help you'll be in this situation, but I guess you're better than nothing. Oh. What the... Zack, I don't even need to say it, do I? This is right out of that movie. Videodrome, 1982, directed by David Cronenberg. At the time, it was seen as a hard movie to digest for normal moviegoers, but now it's become a cult classic. I always just saw it as another weird Canadian movie, but this changes everything. My arm and my gun have become one. Now I can really understand what Max was going through. Okay, interessant. Waffe der Anderswelt. Okay. Sie können mit ihrer Waffe in der Anderswelt Gegner fixieren. Okay, indem sie mit gezogener Waffe auf einen Gegner zielen und dabei ZR halten. Ich dachte, mit ZR schieße ich. Ist das Ziel fixiert, verfolgt die Kugel nach Loslassen von ZR das Ziel. Ah ja, ich verstehe, glaube ich. Je höher die Schussfrequenz der Waffe, desto schneller werden die Ziele fixiert. Und längeres Halten fixiert das Ziel mehrfach. Aha, es können außerdem mehrere Gegner gleichzeitig anvisiert werden. Okay, okay, das klingt interessant. Müssen wir einfach mal testen. Ist irgendwie interessant, finde ich. Mit dieser seltsamen Handwaffe. Handfeuerwaffe. Aha, those movies from the 80s were all predicting the future. Life's simpler than what philosophers make it out to be. In the end, truth and reality are never one and the same. Now we have nothing to fear. Right, Zack? Let's march. Oops. Ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry. Finde ich schon gruselig. Aber erinnern wirklich stark an diesen Gegner aus diesem Clock Tower, oder? Also ich finde schon. Aber jetzt gehe ich erst nochmal da lang, ja?